Scott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin Kinder- und Jugendarzt und spreche jetzt über das Thema Schütteltrauma. Ein Schütteltrauma entsteht so. Macht man das mit einem Baby, dann sind die Auswirkungen besonders schlimm. Denn in Relation zum Körper ist der Babykopf groß und schwer und die Muskeln, die den Kopf halten, noch sehr schwach. Und deshalb entstehen durch diese Schüttelbewegungen besonders starke Fliehkräfte, die im Gehirn zu Blutungen und irreversiblen, also nicht wieder heilenden Gewebszerstörungen führen können. Die Folgen können dann schrecklich sein. Verhaltens-, Konzentrations-, Lernstörungen, geistige Behinderung, ein Leben im Rollstuhl, Tod. Wir müssen also alles dafür tun, dass es erst gar nicht dazu kommt. Sie als Mama oder Papa haben bestimmt schon am eigenen Leib erfahren, wie anstrengend es ist, ein schreiendes Kind zu haben. Und manchmal können Kinder stundenlang schreien, ohne dass sie zu beruhigen sind. Und das kann einem ganz schön auf die Nerven gehen. Und leider haben eben nicht alle Menschen die Kraft und die Nerven, so etwas auszuhalten. Und deshalb kommt das Schütteltrauma auch heute noch immer wieder vor. Wie kann es verhindert werden? Die Aufklärung darüber spielt in meinen Augen dabei eine ganz wichtige Rolle. Und deshalb mache ich ja dieses Video. Ich bitte alle Eltern, die in eine Überforderung geraten, sich mit ihren Nöten an ihre Kinderärztin oder ihren Kinderarzt zu wenden und die Hilfsangebote wahrzunehmen, die es Gott sei Dank bei uns in Deutschland überall gibt. In den sogenannten Schreiambulanzen zum Beispiel haben Eltern die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, bevor es zu solchen Ausrastern kommt. Auch Elterntelefone sind eine Möglichkeit, sich anonym beraten zu lassen. Zum Beispiel die Nummer gegen Kummer 0800 111 0550. Im Internet erfahren Sie unter nummergegenkummer.de alles Wichtige darüber. Und wenn Sie in Ihrem Umfeld entsprechende Überforderungssignale wahrnehmen, dann wissen Sie ja jetzt, was Sie raten können. Sie können auch einfach den Link zu diesem Video weitergeben. Lassen Sie uns alle dazu beitragen, dass es keine Kinder mit Schütteltrauma mehr gibt.